Recht herzlich willkommen zur 103. Folge vom City Skylines. Ja, wir sind da im Spiel drinne. Lassen wir mal wieder laufen. Wir haben letztes Mal die Bergstadt gemacht hier oben, ne? Da, hier, das haben wir fertig gebaut. Beziehungsweise angeschlossen und jetzt müssen wir weiter gucken. Hier haben wir jetzt noch ein paar kaputte, die haben wir eigentlich letztes Mal auch weggemacht. Sind schon wieder mehr kaputt gegangen. Hier Grundstücke mit, oh, ja. Das war jetzt falsch, aber naja, kann schon mal passieren, ne? Da. Da. Was haben die denn alle hier für Probleme sozusagen, hm? Müssen wir gleich mal reingucken. Warte, erst ein paar kaputt machen. Sind alle weg, glaube. Da oben ist eine Maske, das heißt, hier ist Kriminalität auch sehr hoch dann, oder was? So sieht's aus. Was haben wir denn noch hier für Probleme? Da ist noch was. Was ist das? Nicht genügend Rohstoffe. Okay, das ist natürlich ganz schlecht. Das heißt, das Industriegebiet ist für Öl schon zu groß, oder was? Warte mal, lass mal gerade hier oben reinschauen. Da. Warte, da ist alles schwarz. Aber das Schwarze ist nicht da oben, sondern das Schwarze ist da unten. Aha. Das heißt, die Häuser, die wir hier gebaut haben, sind vielleicht eher auch fehl am Platz, weil die alle auf dem Öl stehen. Ne? Da wäre die Industrie viel wichtiger hinzubauen. Ne? Also, wenn da jetzt was ist, dann müssen wir das ändern. Gut, das bedeutet, wir machen hier definitiv Industriegebiet raus. Wir brauchen ja auch noch was, steht da unten, ne? Und diese Häuser hier, die müssen wir, wenn die dann mal so blinken, weil sie verlassen sind, abreißen. Vielleicht geht dann das auch mit dem Rohstoff da gleich weg, ne? Na, da müssen wir irgendwo eine Stelle freilassen, wo dann eine Straße rein kann. So. Ölindustrie müsste dann wieder laufen. So, strommäßig wäre jetzt etwas schwierig mit der Anbindung hier wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die beiden zueinander gehen. Das ist schlecht. Da müssen wir da von hinten nochmal was anbauen. Hier vorne haben wir wohl eine sechsspurige Straße, ne? Genau. Dann machen wir mit sechsspurig auch noch da rein. Hier so und noch da. Wenn wir hier so machen, dann müsste es passen, ne? Gut, und dann gehen wir runter auf vierspurig. Und zwar von dort noch da. Noch ein bisschen weiter. Kann er dann aber nicht mehr, auch schön, ne? Ah, jetzt geht's interessanterweise wieder. Und vielleicht doch näher rein, dann sieht man es genauer. Aber der rastet dann da immer so schön ein, ne? Nee, den wollte ich gar nicht, den wollte ich. Ja, lassen wir mal so. Obwohl die dicke Straße da schon auch schon wieder fragwürdig wäre, ne? Ja, machen wir so. Da lassen wir erstmal Open End. Wichtig ist, dass wir jetzt hier die Anbindung mit den Häusern kriegen, damit wir hier Strom haben. Aber jetzt hat er ein bisschen viel gemacht wahrscheinlich, ne? Ne, das wollen wir dann nicht. Und da ist auch so ein großes Fleckchen. Das lassen wir so, das reicht auch dann so.
hier auf der Ecke, die freuen sich bestimmt da auch noch, wenn sie das hinkriegen. Und dann müsste sich auch eine Verbindung aufbauen, wenn denn da Wasser ist. Ist es nämlich nicht, dann werden die meckern. Passt. Und von da nach darüber, dann ist da auch Wasser, oder? Jo. Erste Häuslein baut sich, das bedeutet, da kommt gleich auch Strom hin. Die bauen gleich weiter. Die werden wir dann noch irgendwann verschieben, ne? Das ist ja Mülldeponien, die müssen aber sich noch leeren. So. Müsste gehen, ne? Wie sieht denn das aus? Ist das hier komplett erschlossen? Ja, passt. Gut. Die können bauen. Kommerz ist noch gefragt. Ach so, da sind noch ein paar Häuser jetzt, die abgerissen werden wollen. Industriestandort, ne? Da auch weg. Der ist es und der ist es. So, Fördertürme wollen wir hoffen, dass die dann hier unten bauen und dann sind die da oben auch glücklich bestimmt. Jetzt sag mir nicht, dass das Gebiet hier, ne, das Schwarze mit der Zeit kleiner wird. Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Das wäre ja krass. Das wäre ja krass. Das sieht nämlich so aus. Wohl hier nicht. Vielleicht haben wir die auch später gebaut, aber der Bogen ist hier auch so dran, ne? Das wäre natürlich der Hammer, wenn die Ressource unter der Erde weniger wird. Okay, müssen wir dann gucken. So, Kommerz ist noch gefragt. Wo machen wir Kommerz hin? Ist hier noch eine Kreuzung? Ja, da ist noch eine Kreuzung, dann würde ich sagen, aber da haben wir schon. Die Straße hätten wir da auch verbinden können, wie man sieht. Lassen wir aber erst so. Kommerziale Zonen sind gefragt. Sind hier noch, ne? So, obwohl da auch für Ärzte und sowas diese Stellen frei waren, glaube ich, ne? Aber lassen wir jetzt, das ist ja nicht schlimm. Da wollen wir noch eine Straße bestimmt reinbauen. Genauso wie da, aber da können wir... Da noch was reinzubauen? Nein, ne? Nö, können wir dann das machen. So, passt. Jetzt ist auch ausgeglichen. Hier wäre dann auch noch was möglich, so ist nicht. Gut, okay. Wir sind bei 77.343, die sind nicht ganz happy, da fehlt es irgendwo dran, ne? Wie man sieht. Da, 15, ah, jetzt ist aber 10 plus geworden, okay. Müssen wir schauen. Jetzt fehlt Industrie. Wir können aber auch noch ein Industriegebiet mehr bauen. Welche Ressourcen haben wir denn hier wo liegen? Ah, guck mal, hier ist alles Eisen. Da können wir dann noch eine Straße hinbauen für Eisen. Also ein Industriegebiet. Vor allem im oberen Bereich, aber wir können das ruhig ganz machen. Warte mal, wenn ich jetzt erst Eisen auswähle, kann ich das dann auch machen? Nein, ich muss erst das Gebiet machen und dann zuweisen. Und da gibt es auch einen größeren Punkt. Das bedeutet, wir machen hier bis zu der Bahnlinie war das alles mit Eisen. So, haben wir es dann. Wunderbar. Sheffield-Hügel. Okay. Der Sheffield-Hügel wird Eisenindustrie. Haben wir es. Was war das? Generische Industrie, okay. Aber da ist ja Eisen unter der Erde, dann sollten wir die da auch rausholen. So, hier unten wird wahrscheinlich ein sechsspuriger sein, oder? Jupp, und da oben wahrscheinlich auch. Aber die ist sogar zweigeteilt, okay. Das würde bedeuten, man müsste
hier anders anbinden? Ist es denn eine Autobahn dann? Aber der kann ich jetzt auch nicht sehen, ne? Ist sowas eine Autobahn? Hier ist wie eine Autobahnauffahrt. Dann kann es eigentlich keine... Ach nee, das ist so ein Dreieck. Dann müsste es ja eine Autobahn sein, ne? Geht die hier so durch? War die schon von Anfang an dann da, ne? Ja, die war von Anfang an bestimmt da. Dann können wir da eine Autobahnabfahrt bauen. Wo war die? Hier war die. Gut, das würde bedeuten, wir müssen da eine Brücke drüber machen. Sechsspurig, würde ich sagen. Gehen wir erstmal einen hoch. Bauen erstmal die Brücke darüber. Sieht gut aus, oder? Okay. Dann wieder runter. Achso, wir müssen runter arbeiten. Passt. Okay, ich glaube, hier sind wir wirklich so, dass wir sagen, wir ziehen es bis dahin durch die Straße. Weil da haben wir nachher, ne? Sag schon. Die Eisenbahn auch nochmal. Gut, das war... Sechsspur. Jetzt brauchen wir eine Autobahn. Abfahrt. Ich mach das ja immer gerne so, ne? Wie in Deutschland so typisch üblich. Schön, wenn es nicht blau wird, ne? So, dann so und dann da oben drauf. Klassische Auffahrt. Und ja, es ist wahrscheinlich sinnig, das gleiche andersrum zu machen, ne? Da runter. Die Bäume sehe ich jetzt hier nicht ganz so viel. So, passt. Auf der Seite kann man rauf und runter fahren. Spannend, wann der Erste das macht. Ist jetzt noch keiner. Jo. Machen wir das gleiche hier nochmal. In diese Fahrtrichtung müssen wir runter. Passt. Und dann müssen wir von da rauf. Passt. Gut. Autobahn Auf- und Abfahrt haben wir. Jetzt müssen wir die Straße nur hier durchs Industriegebiet durchziehen, nach da unten. Welche waren das? Mit Grünstreifen am Rand, ne? Diese war das. Zack. Ja, ich glaube, die war das. So, sieht gut aus. Hier haben wir auch noch was. Müssen wir noch gucken, wie wir das erschließen. Ich glaube, mittig eine nach da drüben und eine nach da. Und hier noch eine durch. Ich glaube, wir machen diese L-förmig dahin. Das ist vielleicht eine Idee. Und da müssen wir eine Brücke haben.
Die suchen, dass wir das sehen. Passt. So, und dann mal ein bisschen hier gerade, ne? Würde ich sagen. Dann nehmen wir geschwungene Kurve und hier angeschlossen. Fertig. Passt. Jetzt haben wir schon eine ganze Ecke mehr Industriegebiet dann. Da ist Dead End erstmal. Könnte man irgendwann da vielleicht anschließen. Muss man mal schauen. Was sind das hier? Ach so, das sind Züge, die da abbiegen. Interessant, ne? Rundkurs sozusagen. Naja, okay. Und hier haben wir gerade, sehe ich, zwei Müllplätze. Da wollen wir doch mal was definitiv dran ändern. Dieser hier verschieben. Und zwar in die Richtung geht's ja, ne? Genau, das ist gut. Dann kann da auch mal eine Straße noch durch, ne? Achso, den können wir dann jetzt auch eröffnen. Und diese Straße kann dann darüber. Und den müssen wir entleeren. Und dieser da verschieben wir auch, oder? Da findet er keinen Platz. So auch nicht. Achso, da hinten haben wir auch noch welche aufgebaut. Da haben wir ein Straßenproblem dann. Die Straßen sind nicht passend gebaut. Da geht's auf jeden Fall. Zack. So, das leert sich, glaube ich, ne? Das auch. Hier sind noch welche voll. Wunderbar. Und der läuft dann auch. Gut. Hier war irgendwo jetzt eine Straße noch durchzuziehen. Das wollen wir dann auch machen. Ich glaube, das war eine ganz einfache zweispurige hier, ne? Ja. Das ist ein Unterschied. Zweispurstraße mit Fahrradwegen. Ne, den brauchen wir da im Industriegebiet wohl weniger. Probieren wir mal mit dem geraden Werkzeug hier zu arbeiten, aber das geht noch nicht mal. Obwohl, wenn ich das so sehe, ne? Jede Straße da anzubinden wäre vielleicht auch nicht so der Hit, oder doch? Komm. Geht so nicht. Geht so auch nicht. Dann geht's bestimmt so rum. Warum will der da nicht anbinden? Dann machen wir das so, das Stückchen weg und dann nochmal. Jetzt geht's. Gut, okay. Sollte also auch funktionieren einigermaßen. Wenn wir da schon bei sind, können wir mal gucken, wo wir noch welche haben, aber da müssen wir da hin. Da ist nix. Da oben leert sich. Oh, die drei können wir verschieben. Dann machen wir das doch. Definitiv hier rüber. Wohin? Gute Frage, ne? Ich mach den direkt da gegenüber hin. Dann holen wir den zweiten und dritten auch noch rüber. Jetzt passt er da nicht hin, ne? Du glaubst es doch nicht, oder? Dann kommt er dahin und der in der Mitte bleibt frei. Vielleicht gibt es da noch einen Park oder sowas dann. Noch einen geholt. Das war auch schon der letzte. Dann ist da hinten nichts mehr. Ja. Der ging ja nicht.
Da ist schon fertig. Da will auch keiner hin. Aber hier geht. Zack. Fertig. Und der kann auch wieder arbeiten. Und da ist schon wieder einer voll. Dann so rum. Gut, okay. Da sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und da ist noch einer. Und da sind noch zwei. Kein Platz mehr. Oder gerade nicht noch so ein Symbol. Naja, okay. Läuft. Würde ich sagen, ne? Oh, hier auch schon. Müssen wir dann auch noch ändern. Gut, haben wir erstmal soweit fertig, würde ich sagen. Und die beiden verschieben wir nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.